Auch heute heiße ich euch wieder herzlich willkommen, wenn es heisst Kuhnmann LP. Unterwegs einmal mehr mit dem Nathan Drake. Und zwar haben wir letztes Mal, ja, erfolgreich endlich mal einen Lastwagen 2 in die Luft sprengen und haben es geschafft, durch den Sandsturm hier in die wunderschöne grosse Halle zu kommen. Ich denke, jetzt kommt hier mal wieder so ein Rätselpart von dem Ganzen. Aber ich will. Ja, nicht voreilig sein. Da hilft nur eine Poliermaschine. Ganz genau. Riesig. Wahnsinn. So. Dort rauf müssen wir sehen wahrscheinlich. Und, was sehen wir da? Schöne Leiter. Also gehen wir mal Leiterle. Hey, ich konnte dein Notizbuch von Marlow klauen. Ich dachte, es wäre hilfreich. Nicht schlecht. So. Sally, hier oben. Ist was. Ja, wer weiß wie lang. Nate, da drüben ist noch einer. Vielleicht funktioniert der da drüben. Also, Angler. So weit über. Das ist die andere Frage. He? Ja, meine Damen und Herren, es ist nicht einfach in dieser rätselhaften Welt von Nathan Drake. So, wenn er da drauf kommt, ich da wieder kaufen. Gut. Ja. Mal schauen, ob es da irgendwo so einen Hangelweg gibt, weil wir sind ja relativ gut im Klettern. Mal sehen, wie weit es da hoch geht. Ja. Interessant. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Idee gewesen. Zu weit, he? Das haben wir nicht gern. Dann nehmen wir die Steine mit da. Und würde ich sagen, sind wir da oben gar nicht so schlecht aufgehalten. Aufgehalten? Also. Geh du an den anderen Schalter! Fast geschafft! So. Das da sollte einfach machbar sein. Dann würde ich sagen, haben wir das Rätsel doch gar nicht so schlecht gelöst. Noch ein bisschen weiter rüber vielleicht da. Wir werden nicht unvorsichtig sein. Bereit? Los! Von Victor Sullivan. Da hol mich doch der sonst wer. Wahnsinn. Dann nehmen wir doch dort Abkürzung, oder? So. Ja, meine lieben Leute, Zuschauer, das Atlantis der Wüste. Oh mein Gott. Wow. Victor Sullivan, willkommen in Uba. Ja.
Weil das keine heilige Stadt ist. Ja, die zwei Herren haben es beigebracht. Und wir sind live mit dabei. Mit Kuhnmann LP. Ja, und wenn es euch gefällt, gebt doch mal wieder ein Like oder ein Abo. Oder sonst irgendetwas. Ich habe ein bisschen Respekt, weil es hat mal geheißen, die Gins. Und ich muss ehrlich sagen, die sehen schon sehr, sehr ähnlich aus wie die ja, beschriebenen Geister. Jetzt nimmt es mich wunder, was da für Challenges auf uns zukommen. Und ja, ich würde sagen, ohne lange überlegen, gehen wir mal schauen. Also, da geht's. Nicht so weit. Wie sollen wir denn da runterkommen? Ja, schauen wir die andere Seite an, Sally. So. Sehr, sehr schön gemacht. Gut. Ja, wunderschön. Unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Ja, jetzt mit dieser Wüste. Nein. Nein. Bitte. Fuck. Sally. Das ist gar nicht alles so echt, wie es aussieht. Nein! Ah, Schweinko. So, dann nehmen wir halt so.
Ja, ich glaube, da brauchen wir einen besseren Weg. Aber wie gesagt, meine dumpfe Vermutung ist, das ist irgendwie so ein Hypnosezustand auf eine Art. So, Augenblick, holen wir es an. So, zack. Nochmal, warte. Warte, Gott. Schatz. Lästig, aber machbar. Ja, komm. Puh, was war das jetzt gewesen? Dann nehmen wir die mal mit. So. Ja, mit so einem Kampf hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich glaube eben, das ist gar nicht alles wirklich passiert. Dammit, komm sofort zurück, du Mistkerl! Sally tot, das wäre schon ein rechter Schock. Das würde ich mir fast noch so persönlich nehmen. Du bist tot! Hörst du, bist tot! Komm sofort zurück! Das ist immer noch von dem Gift. Oh nein! Oh nein! So, mal wieder davor rein. Nein, das ist definitiv nicht echt. Was?
Nein, nein, nein! Nein! Geh weg, bitte! Oh Mann! Oh nein, was ist das? Das ist wieder das Zeug. Wie damals auf dem Markt. Was ist echt da unsere Aufgabe? Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein, kann nicht. Was geht hier vor? Wir wissen es nicht genau. Aber wir finden es raus. Ganz, ganz krass. Setze fest. Kein Ausweg. Sechs Schüsse, immerhin. Jetzt das. Also. Und jetzt. Dämon! Euer Dämon! Dämon aus! Aus Rauchlos! Ja, und das war ein kleiner Spoiler, würde ich sagen. Und zwar von genau am nächsten Mal. Darum muss ich jetzt heute sagen, auch wenn es noch so spannend ist, danke fürs dabei sein.
Morgen geht's weiter. Ich freue mich. Bis bald. Ciao. Kuhnmann LP. Laut Grüße.